Servus Leute und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild zum Grog-Samen sammeln. Ja, es hört sich auch nach dem 100. Mal immer noch scheiße an. Ich habe jetzt ein paar markiert, ich habe nicht alles markiert, sondern ein paar. Und wir werden jetzt komplett alle, die markiert sind, in diesem Part sammeln. Ich würde mal sagen, ich rede gar nicht lang rum, sondern wir fangen gleich an. Ich habe jetzt noch wahrscheinlich nochmal 20 Stück nachmarkiert oder 15 Stück und die werden wir dann aber auch alle wirklich sammeln. Und ja, dann fangen wir an. So, die ersten paar sollen schon hier sein. Das Problem, ich kann nicht sagen, wo genau. Ich glaube mal hier bei dem Stein jetzt einer. Mhm. So. Dann sollte angeblich daneben auch irgendwo anders sein. Kann natürlich aber auch sein, dass der jetzt hier weiter unten noch ist oder so. Glaube ich zwar nicht, aber könnte möglich sein. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt schon wieder keine Ahnung, wo das sein soll. Ich schaue gleich nach, damit wir es nicht lang eine Zeit verschwenden oder so. Nicht, dass ich dann total falsch bin. Ich muss nur ganz kurz zu dem Turm springen. So, okay, also doch nicht hier direkt, sondern... Moment, bin ich aber überhaupt richtig? Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Nee, halt, ich habe falsch geschaut. Moment. Schau gerade, aber eigentlich sollte hier ein so ein Haufen sein. Aber da ist keiner mehr. Es sei denn, er meint natürlich da unten. Das könnte natürlich auch sein. Jetzt springen wir da runter. Nee, Das ist auf jeden Fall nicht gemeint. Ich kann den noch ein Stück weiter runterspringen. Hier vielleicht. Ja. Das wird sein wahrscheinlich. Ja, weil er ziemlich weit, ziemlich komisch markiert wurde. Der wurde so ganz an der Klippe markiert. Deswegen, ja, also doch. Genau so wurde er markiert, ja. Und ich habe mich halt ein bisschen wieder daneben markiert und so weiter. Gut, super, dann haben wir den auch gesammelt. Dann war es halt doch nicht ganz oben. Ja, man merkt, ich mag hier halt nicht immer richtig. Und deswegen... Oh, da liegt ein Schwert. Soldaten, Zweihänder. Okay. Deswegen muss ich immer wieder mal nachschauen, ob ich denn richtig markiert habe oder ob ich doch nicht richtig markiert habe und ich muss woanders hin und so. Deswegen, da gehe ich lieber auf Nummer sicher, anstelle jetzt 10 Minuten zu suchen und dann einfach nur Zeit zu verschwenden. Ich glaube, ich habe besser so. So, jetzt muss man gucken, ist es oben oder unten? Ja, komm. Da kommen wir doch locker hoch. So. Hier ist was. Im Übrigen, wenn ein Wächter in der Nähe ist, dann bekommt das Schwert ja die doppelte Stärke sozusagen. Also erhöht sich auf, wie viel sind es? Auf 60. Von 30 auf 60. Und auch alle anderen Gegner bekommen dann auf einmal die 60er Stärke. Also nicht nur die... Wächter, sondern auch alle anderen Gegner. Ganz, ganz komisch, aber ist so. So, jetzt gucke ich aber ganz kurz noch. Vorsicht, nicht runterfallen. Eins scheint oben zu sein und eins scheint weiter unten zu sein. Kann ich ja stehen? Kann ich. Gut so. So, Nummer 1 ist hier. Ja.
Und Nummer 2 ist nicht hier, sondern hier. Also hier. Oh, da liegen Pfeile rum, warum auch immer. Tschüss. Gut, dann haben wir den auch. So, dann geht's weiter da drüben. Das ist in irgendwo die Richtung. Oh, der hält mich ein. Jetzt hat er mich gesehen. Großer, ein kleiner und sogar ein Riesenmagnet. Shivas Gebet ist bereit, krass, wenn du es brauchst. Ah, der Bogen ist kaputt gegangen. Okay. Ja, also auch diese fliegenden Wächter sind nicht schwierig zu besiegen, wenn man gut in der Nähe ist oder wenn man einen Bogen hat, der ziemlich weit schießen kann. Gerade wie dieser Doppelbogen. Der Dreifachbogen von den Leuten, der ist schlecht. Der kann wirklich nicht... Ja. Echt kein Problem zu treffen. Es sind aber ein paar Teile runtergefallen, kann es sein? Also es sah auf jeden Fall so aus, laut Animation. Bin mir jetzt natürlich aber nicht sicher. Tschüss. Ja, das war, glaube ich, nur eine Animation. Brauchen wir unbedingt bald wieder antike Pfeile. Ich habe nur 30 Stück. Und ich habe ja extrem, also ich kann mal gucken, da 400, fast 200, über 200, also ich habe ja extrem viel Zeug jetzt schon. So, der nächste ist hier. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier ein Weg wieder ist. Oh, hier ist mal wieder gar nichts. Na, schön. Ich schätze mal eine Blume, aber... Oh, ist wahrscheinlich auch mal falsch markiert, oder? So wie es aussieht, ja. Denn wir müssen wahrscheinlich ein, zwei runter. Aber wohin denn genau? Ach, ich bin echt blind manchmal. Die Tür habe ich wirklich nicht gesehen. Ich muss zukünftig mal besser markieren. Ist mir echt aufgefallen. Ja, ich markiere immer so la 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 und dann im hinterher rege ich mich dann drüber auf. Ja, scheiße, markiert. Ich weiß jetzt nicht, wo ich hin muss. Ich weiß, bin selber schuld. Ich weiß. Aber ist jetzt nicht so schlimm. Außerdem, ob ich das dann nochmal auf der Karte nachgucke oder nicht, ist eigentlich blöd. So ist ja nicht gerade. Eigentlich, weil ich ja eh die Karte nutze. Eigentlich könnte ich die Karte gleich nutzen, nur die mit der Markierung geht es halt einfacher, wenn man dann auf der Map gleich sieht, ah, okay, ich muss dann nach oben, muss dann nicht jetzt erstmal stopp, okay, wo muss ich jetzt nochmal genau hin, ach so, ich muss dann nach oben, gut, jetzt dann weiterlaufen, ach was, warte mal, wo muss ich nochmal hin, ach, dann nach hoch, okay, also von daher, dann ist direkt markiert, dann weiß ich in, also dann weiß ich schon mal die Richtung, beziehungsweise den Weg und meistens finde ich ja auch. Und die Türe, die war wirklich so seitlich angeklatscht, die habe ich einfach mal wieder nicht gesehen.
Was geht mit dem ab? Ist völlig ausgerüstet. Ich glaube, der hat mich absolut nicht erwartet. So, die Brücke ist das nächste Ziel. Ich schätze mal da unten. Boah, die Brücke erinnert sehr, sehr stark an Twilight Princess. Es könnte so ähnlich sein. Die Brücke ist zwar kleiner, viel kleiner, aber auch bei Twilight Princess ist ja dann da unten so der Zora-See. Oder Zora, ja doch, Zora-See war das. Sieht ähnlich aus auf jeden Fall. Kleiner, aber ähnlich. Nein. Das reicht doch nicht. Ich kann den Stein immer noch nicht hochheben. Ernsthaft. Dann halt jetzt. So, den haben wir auch. Da drüben habe ich ja auch noch welche markiert, aber die holen wir dann später. Jetzt müssen wir erstmal auf diesen Berg hier hoch. Das heißt, hier. Moment. Oh Gott, das müssen wir ziemlich weit nach oben. So, haben wir aber gleich noch mal ein Tempo dazu. Wir nehmen die Klippe hier. Die ist jetzt nicht ganz so hoch. Komm schon, du schaffst das. Boah. Gerade so. So, wir müssen eigentlich einmal dann nach oben, also quer durch. Der Berg oder wie? Ja, der daneben. Tada! Und zum nächsten Part werde ich dann natürlich weitere markieren. Also dann alle wieder. So, dann gehen wir darüber und dann holen wir das Zeug hier. Das heißt, oh, Blutmond kommt. Hüpp.
fliegen gleich die Partikel rum. Hab dich. So, und dann darüber, ich denke mal, da laufen wir. Ich glaube, ab 23 Uhr wird Bescheid gegeben. Okay, Blutmond ist heute. Nee, wir haben 23 Uhr und immer noch nicht. Dann 23:30, oder? Ja, der steht ja schon oben sozusagen. Hi. Bin minimal schneller als er. 23:30. Ja. Jetzt kommen nämlich die ganzen verbrannten Partikel sozusagen. Oder die Partikel des Bösen könnte man auch andeuten. Bevor ich noch eine ganze Klippe runterfall. Die Nacht des Blutmondes ist erneut gekommen. Link, sei auf der Hut. Das Ding ist, ich habe glaube so gut wie gar keine Gegner getötet, also von daher war das eigentlich total sinnlos. So, lass mich was essen. So, wir müssen jetzt hier runter. Ein Krog. Ach ja, bald haben wir es geschafft. Sind zwar immer noch 350, 300 oder sowas, aber trotzdem. Wenn man die erste Hälfte geschafft hat, dann ist es gar nicht mehr so lang. Vor allem die erste Hälfte war wahrscheinlich sogar die schwierigste. Abgesehen von der Gerudo-Wüste, aber wird wahrscheinlich da oben sein. Habe ich ein Stück daneben markiert. Nee, halt ich. 100% nicht diese Tanne, weil die so riesig ist. So, ja, dann holen wir gleich den da drüben. Das ist. Ja, da oben. Für mich sind im Spiel nur Eulen. Eulen gibt es gar keine. Da fällt mir gerade ein, bei Eulen. Habt ihr schon den E3-Trailer zu Ori and the Will of the Wisps, also zum neuen Ori-Teil gesehen? Junge, ich sterbe mal wieder richtig, richtig traurig. Ah, das ist ja echt brutal, was die da für traurige Spiele machen. Der erste Teil war ja schon traurig. Da hat Ori, glaubt, die Ziehmotor oder sowas verloren. Sieht ihn direkt am Anfang, deswegen ist es nicht ein großen Spoiler oder so. Aber trotzdem, das ist echt brutal für solche Spiele. Krass. Richtig, richtig brutal und krass. Das denkt man sich so gar nicht. Ja gut, ein Spiel, Jump'n'Run-Spiel. Aber die packen da so eine richtig traurige Story rein. Das ist echt nicht schön. Naja. Vielleicht werde ich mal das Spiel spielen. Ich habe den ersten Teil ja leider noch nicht gespielt. Weil ich nie dazu komme. Ich wollte ihn damals Let's Play noch. Dann habe ich aber
mich doch kurzfristig dagegen entschieden, weil ich dann, glaube ich, viele andere Projekte am Laufen hatte. Irgendwas war auf jeden Fall. Und privat bin ich leider auch noch nie dazugekommen. Sturm ist bereit. Leider, aber irgendwann werde ich es mal spielen. So. Und ich habe mal festgestellt, dass ich jetzt nur noch 4 Parts habe, um alle Krogsamen zu sammeln. Das bedeutet, irgendwann kommen Parts mehrere Parts an einem Tag. Weil wir schaffen das in 4 Parts mit Sicherheit nicht. Und ich will ja keine 2-3 Stunden Parts jetzt machen. Dann mache ich doch lieber eine Stunde und veröffentliche am Tag halt dann doch 2 oder so. Oder an manchen Tagen 2. Ich weiß ja noch nicht. Deswegen, aber wenn der Part schon kommt, dann wird wahrscheinlich der schon vielleicht schon der 2. sein oder so. Da kommt an dem gleichen Tag nochmal einer. Das werde ich dann wieder auf Facebook und auf Twitter ankündigen, so wie immer. Ja, und hier ist nichts. Okay. Ah, mit Lume. Und bis zum nächsten Part werde ich dann auch wieder neue Tränke und sowas zusammenbasteln. Eine Kugel muss da rein. Von wo kommt die Kugel? Schätze mal von da oben, oder? Da drüben. Ach nee, die wollen wieder so ein blödes... Ach nee, nicht schon wieder. Euer Ernst. Soll die Kugel wieder darüber befördern? Na, halt, warte, es geht. Okay, dann sieht es anders aus. Ich dachte jetzt gerade schon. Aber ich muss sie trotzdem irgendwo hinstellen, wo sie nicht runterfallen kann. Oder wegrollen. Jetzt dachte ich schon, ich muss die darüber befördern. Hey, ohne Witz, ich wäre wieder völlig ausgeflippt. Aber so ist es einfach. Das ging bei der anderen nicht, hundertprozentig. Die sah so schwarz aus und die schwarzen sind Metall. Und die ganzen normalen, die aussehen wie Stein, die sind halt, also die gräulichen, die sind auch wirklich Stein. So, dann haben wir hier alles schon gesammelt, dann geht's da drüben weiter. Ich muss jetzt nur gucken. Das ist sozusagen da drüben der Weg. Der Drache! Ich find's auch cool, dass man den so weit sieht noch. Aber auch hier die ganzen Berge und alles einfach zu leer, muss ich ehrlich zugeben. Einfach zu leer, man hätte da noch viel, viel mehr reinklatschen sollen. Egal, ob es feindliche Lager sind oder irgendetwas. Oder einfach nur Bäume mit Pflanzen und so weiter, mit Tieren und so. Aber das ist einfach zu wenig, wenn hier noch so ein paar Fischschreier oder wie die heißen, hier rumfliegen. Das ist einfach zu wenig. So, da drüben ist vielleicht der nächste.
Fällt mir gerade ein, wir können unsere Rüstung ja wieder umziehen. Momentan auf jeden Fall. So, der andere, der soll jetzt hier irgendwo in der Nähe sein. Jetzt muss ich nur mal ganz kurz schauen. Nach dem, ja, können wir gleich da unten weitermachen, stimmt. Die können wir alles sammeln, dann die drei noch. Und dann können wir in Richtung Zoradorf gehen und im Zoradorf die sammeln. Dann sind wir schon fast fertig. Wir haben zwar nur noch die Hälfte von der Zeit, aber ja, ist ja egal. Schaffen wir locker. Muss ich nur schauen. Ah, hier. Heute werde ich eh noch mal ein paar viele Parts aufnehmen, denn wir haben ja halt Sonntag, den 18.06. um 11 Uhr morgens. Und ja, da habe ich jetzt mich noch mal dazu entschieden, noch ein paar Parts aufzunehmen. Der hat eine Elektrolanze, geil. Geh mal weg da. Ich wollte einfach nur schnell weg. Nicht, dass er mich mit so einem blöden Elektropfeil trifft, dann bekomme ich erstmal 300 Millionen Punkte Schaden und dann haut er mich noch von den Bergen runter, deswegen ganz, ganz schnell. So. Irgendwo da unten muss ein weiterer Grohock sein. Braucht man den Stein für irgendetwas? Weil da so ein Pfeil dargestellt ist. Ich kann mal hinlegen, aber... Nö. Ja, normalerweise muss man da immer interagieren, aber in diesem Fall anscheinend nicht. Okay. Okay, okay, ich bin ja schon ruhig. Ja, ist klar. Passt. Geronimo. Geh mal weg da, ich will dich nicht töten. Ja, komm, renn. Ja. Ja, du auch, bitte. Seid ihr, bist du weg? Ich hoffe, ihr seid weg jetzt. Ah, shit. Ich muss näher ran. Weil ich nämlich nicht wehtun, jetzt hat er mich so... Ist halt einfach klasse. Ich liebe euch. Nein, Spaß. Also ich roll jetzt einfach mal die Kugel da runter. Ich weiß zwar nicht, ob das gewollt ist, aber es sieht ganz danach aus. Bevor ich jetzt da runterlaufe und merke, oh, ich brauche die Kugel, mache ich das jetzt einfach mal. Und wenn wir dann in der Nähe sind, na toll, bleibt sie eh stecken. Nee, doch nicht. Wir brauchen da dieses Magnet. Wieder mal. Wir brauchen das Magnet-Tool. Ich finde die Tools ja eh irgendwie blöd. Ich mag sie nicht, ganz ehrlich. Das ist einfach alles so, ich weiß nicht, so langweilig. Vor allem, er hat ja die am Anfang alle gleich bekommen. Ich finde es besser, wenn man eins pro Schrein zum Beispiel bekommt, aber alle Schreine direkt betreten kann und somit dann auch neue Gegenden hier in der Nähe halt auch zugänglich werden. So kommt man überall gleich am Anfang hin und das ist irgendwie langweilig. Man kann die Gegner ja trotzdem anpassen aufs Level sozusagen. Das heißt also, je nachdem, wie viele Herzen bzw. wie viele Schreine wir absolviert haben und wie hoch unsere Rüstung ist, wie hoch abgegradet wir haben, beziehungsweise nicht mal das, sondern man kann es eigentlich auch schon so machen, und zwar wie hoch wir die Fee abgegradet haben. Je nachdem, wie hoch wir die Fee abgegradet haben, je höher, je schwerer sind halt auch die Gegner dann gleichzeitig. Au. Aber das haben sie natürlich nicht gemacht. Vorsicht. Alter, der ist echt gut beim Zielen.
Ah, das muss Steine reinwerfen. Und zwar von hier oben. Oh, das war zu weit. Das auch. Oh Gott, voll daneben. Oh, das war jetzt ganz knapp. Oh, das gibt's doch nicht. Dankeschön. Da gibt es mehrere, also gehen wir erst auf die Insel und holen den. Da würde mich ganz was interessieren, da muss ich mal ganz was nachschauen. Okay. Hab nachgeschaut. Da gibt es doch diese eine Insel mit dieser Prüfung. Da wollte ich wissen, ob es auf der Insel vielleicht auch noch irgendwie Krogsamen oder so weiter gibt. Aber nein, es gibt keinen. Auf der Insel gibt es keinen. Gut zu wissen, sonst müsste ich da noch hin. Ich hasse Regen. Habe ich euch schon mal gesagt. Wenn es so wenigstens eine Rüstung geben würde, mit der man auch im Regen klettern könnte. Perfekt, passt. Scheißegal. Scheiß auf Regen. Aber so ist es echt richtige Rotze. Naja, was will man machen? So. Hier irgendwo in der Nähe sollte auch irgendwo ein Krog sein. Es ist auf jeden Fall kein Stein. Und ich sehe jetzt gerade schlechter. Könnte natürlich eine Blume sein, aber... Ich sehe durch den Regen, ist halt extrem schlecht. Oh, hier geht's rein. Ja, dann ist da unten der Stein. Nee, oder? Kein Stein. Ein Opal, so. Danke. Ich weiß manchmal normalerweise nicht, aber egal, ob wir die fangen oder ob wir die direkt töten, ist es scheißegal. Gegessen werden sie jetzt oder so oder getrunken. Also von daher ist es eigentlich wurscht. Und ich dachte, es sind vielleicht ganz viele Spurt wegen den Tränken, weil ich mache ja gleich wieder welche. Also nach dem Part halt. Deswegen dachte ich mir so, ja okay, dann mach das mal. Aber nee, war nur eine Spur dabei. Ah, halt, falsche Taste. Was wollte das machen? Einfach weg. Tschüss. So, auf der anderen Seite der Insel gibt es auch noch was. Das heißt, in die Richtung müssen wir. Ach nee, jetzt müssen wir alles wieder zurück. Das Klettern fällt mir jetzt gerade so extrem schwer. Ah, es hat sich genau in dem Moment gedreht, als ich geschossen habe. Mir die Taste schon losgelassen hat. Naja, egal.
Aber wir sind 35 Minuten und haben fast alle gesammelt. Das sind jetzt wirklich nicht mehr viele. Es sind halt die da noch ein paar, aber das sind alle so zusammen. Also von daher, das kriegen wir locker in dem Part hin. Und im nächsten Part, wir werden dann wieder komplett alle markiert. Jetzt könnte es aber auch langsam mal wieder aufhören zu regnen. Andere Frage wäre, was gibt hier zum... Was rutscht der da runter oder was? Ja, er kann auch rennen. Muss nur ein bisschen Gas geben. Da drüben gibt es was, aber es wäre ein bisschen daneben markiert. Na, schauen wir mal. Nee, das ist es nicht. Oh. Endlich hört es wieder auf. Das ist total unpassend. Jetzt ist der ganze Boden alles wieder direkt trocken. Passt nicht. Es müsste auf jeden Fall noch ein bisschen nass sein. Ich habe keine Ahnung, muss ich sagen. Hier gibt es halt mal absolut gar nichts. Ich schätze mal wieder eine Blume, die einfach weiter weg ist. Genau. Eine Blume, die irgendwo oben auf dem Berg ist. Oh, ich hasse es, dass sie das einfach nicht markieren kann, wo die Blume startet. In der Map. Es wäre viel einfacher, wenn die zwei Punkte miteinander verbunden wären, in Strichlinien oder so weiter. Aber ich halt wirklich gar nichts. Man sieht nur den Ausgangspunkt, wo man hinlaufen muss dann. Also nicht von wo, sondern wohin. Und die Info nützt mir halt so gut wie gar nichts. Weil ich muss sie trotzdem hier oben suchen. Ich weiß, dass sie hier oben irgendwo sein soll. Aber wo genau? Tja, das ist, ja, hier. Dann müssen wir... Auch zum Glück ist es hier jetzt überall sonnig, aber sobald wir diesen kleinen Bereich hier verlassen, dann kann schon wieder ganz anderes Wetter sein. Deswegen ist das auch ein bisschen zum Kotzen. Also könnte es sein, wenn wir jetzt danach weiterlaufen zu den nächsten Crocs haben, dass dann einfach direkt wieder regnet. Oh, da schon wieder Auenleune. Die sind überall irgendwie. Ich treffe dich ständig. Hi. So, wir müssen jetzt, ja, in die Richtung eigentlich. Ich lege mir schon mal Kryo in die Hände, denn wir müssen über das Wasser laufen. Hier haben wir fast trifft. Da, der ist jetzt halt schon wieder getroffen. Ich bin gerade oben gewesen, direkt hat er getroffen. Und jetzt bin ich dran gehangen, als ob der das schon weiß. Die sind viel zu gut vom Treffen her. Deswegen darf ich nicht immer das Gleiche machen.
Oh, ich habe einen Fisch mit hochgenommen. Ich kann dich leider nicht mehr reinschucken, sonst hätte ich dich jetzt wieder ins Wasser geschuckt, aber... Dann nehme ich dich halt mit. Ich laufe schon richtig, gell? Ja. Dieses Kryo hat einfach nur den Sinn, dass ich erstens ein bisschen schneller bin und zweitens meine Ausdauer jedes Mal regeneriere. Wenn ich oben stehe und ein neues Kryo mache. Dann habe ich nämlich kein Problem und ertrinkt nicht. Nur falls ihr euch fragt, ey, warum Kryo? Nimm doch deine Zora-Rüstung. Ich bin schneller mit dem. Und ich verbrauche keine. Ja. Ist blöd gelaufen. Also das passiert natürlich, dann haben wir ein Problem. Man kann natürlich zurückgehen wieder, aber das habe ich jetzt keinen Bock. Tschüss. Bin jetzt gleich weg. Da wird wieder umgedreht, nicht, dass es wieder kaputt macht. Wenn er da drunter taucht, dann macht das automatisch kaputt. Weil er dann mit dem Kopf unten dagegen stoßt, sozusagen. Ich verstehe es auch nicht. Das habe ich wieder kaputt gemacht. Jetzt bekommen wir gleich den Nachtbonus. Das bedeutet, wir können... Boah, mal zwei. Das bedeutet, wir sind gleich mal dreimal so schnell und dann sind wir richtig, dann gehen wir richtig ab. Nach oben. Nummer 1 habe ich gleich hier markiert. Ist das mit den Bäumen zu tun oder? Ne, die Bäume können es nicht sein. Die sehen nämlich beide gleich aus. Dann gehe ich mal schwer davon aus, dass es doch irgendwas hier drin zu tun hat. Ja. Eine Blume. Tada. So, dann haben wir hier alle gesammelt. Dann geht's ins Zora-Reich.
So, jetzt muss ich aber gucken, denn die sind ganz, ganz nah aneinander markiert im Zoradorf. Und ich habe sie extra irgendwo markiert, einfach nur, damit ich weiß, Zoradorf. So, der erste ist ganz oben und zwar in der Blume. Jetzt muss ich nur mal schauen. Blume. Ich schätze mal ganz oben. Halt dich fest, halt dich fest, halt dich fest. Gut. Hier in der Blume. Kommt ja auch so irgendwie rein. Natürlich nicht. Nee, ich komme da nicht anders rein. Ist zwar blöd, aber ich komme nicht anders rein. Irgendwo noch weiter oben. Ich die nächste. Jetzt muss ich nur gucken. In der Taylor Telefon. Der höchste Punkt, das kann also nur hier sein. Das ist ganz, ganz komisch, sieht es wieder aus. Irgendwas mit einem Dreieck oder mit einer Spitze oder so weiter. Ja, hier oben. Der ist nämlich so markiert. Moment. Nö, sieht bei ihm irgendwie anders aus. So ähnlich auf jeden Fall. So, warte. So. Irgendwie so hat er es markiert. Sieht aber auf jeden Fall ein bisschen anders aus. Aber wir haben beide. Nice. Dann gehen wir gleich weiter. Und zwar müssen wir hier rüber. Wir sind ja schon an einem ziemlich hohen Ort, deswegen kommen wir da auch ganz leicht hin. Ich sehe schon hier unten. So, der nächste ist dann hier oben. Ich gehe mal von Bogenschießen aus. Nein, ein normaler Stein.
So, der nächste ist dann gleich wieder da unten. Ja, in der Richtung. So, der nächste ist jetzt gleich da drüben, ganz oben. Oh, Vorsicht. Diese Klippe habe ich gar nicht gesehen. Ich bin einfach gelaufen und flupp. Irgendwo da oben. Und bis zum nächsten Part werde ich auch meine ganzen Herzen austauschen gegen drei volle Ausdauerbalken, weil es einfach nervig ist, ständig so wenig Ausdauer zu haben. Hilft beim Klettern einfach ein bisschen mehr. So, dann da drüben der andere. Ist wahrscheinlich genau der. Muss ich da reinspringen? Das kann ich mir irgendwie nicht so vorstellen. Ich schaue lieber gleich nach, weil sonst ist nur Zeitverschwendung. Ne, muss man nicht. Ach nee, den Millimeter kriegst du jetzt nicht hin, oder was? Ah, oh, stell dich halt an. Revalis Sturm ist bereit. Muss irgendwo wieder eine Blume sein. Ich glaube, da bin ich schon mal gefolgt, aber hab's ja verpasst irgendwie. Hab verpeilt, wo sie hin ist. Das ist echt nicht fair. Da wird mal richtig die Ausdauer geprüft. So. Dann haben wir es noch 5 Minuten und haben hier noch einen und da noch ein paar. Ja, machen wir gleich weiter.
muss mal gucken. Da hinten auf dem Berg, komme ich da irgendwie anders hoch? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja! Und jetzt muss es natürlich anfangen zu regnen. Ein Glück, dass es direkt wieder aufhört. Und schon hätte ich jetzt ein Problem gehabt. So, wir müssen ganz nach oben. So, da nach oben müssen wir. So, dann gibt es da, es haben wir noch wie viele? Abgesehen von dem, der ist ja immer markiert, aber 3 Stück noch. Und dann haben wir schon geschafft für diesen Part. Na, ja, habe ich doch gut gerechnet, würde ich mal sagen. Ich habe nie gedacht, dass meine Rechnung so gut aufgeht. Ich hätte gedacht, okay, gut, dann bauen wir wahrscheinlich noch 10 Minuten länger oder so. Oder sind vielleicht mal 2 Minuten früher fertig, aber nö. Passt, genau. Wahrscheinlich so 1 Stunde und 2 Minuten oder so. Sowas schätze ich jetzt grob. Der Berg da ganz oben. So. So, noch eins haben. Genau, 1 Stunde sind wir jetzt. 1 Stunde 1 wird sogar. Wenn wir den jetzt gleich finden. Darüber müssen wir. Na, 1 Stunde antwortet nicht wegen dem Weg, aber 1 Stunde und 2 Minuten. So wie ich zuvor gesagt habe.
Nice. Ich markiere da jetzt auch immer schon die Ausgangspunkte und nicht da, wo der Krogsamen nachher ist. Also da, wo der Start von diesem Ding ist, weil das ist markiert, das ist eine Linie immer. Also da, wo der Krogsamen ist, da muss man hinfliegen und da, wo der Anfang von der Linie ist, da ist der Start sozusagen. Da mag ich immer direkt den Start. So, dann haben wir alle gesammelt. Oh nein, einen haben wir noch. Den aber dann auch noch schnell, dann ist er erledigt. Jetzt sind wir sogar über eine Minute und zwei. Krass, dann sind wir bei 1:03, weil ich den übersehen habe die ganze Zeit. Aber ist nicht so schlimm. Sammeln wir den noch schnell und dann haben wir es geschafft. Dann sind wir fast bei 600 und heißt, also uns fehlen noch knapp 300. Und dann haben wir es geschafft. Ja, geht doch dann. 300 Stück sind zwar auch noch wahrscheinlich nochmal, ja, 10 Parts. Also ja, bestimmte lange Zeit. Vor allem im Schloss muss ich jetzt gucken, wie viel da drin sind. Also im ganzen Schloss, komplett auf dem ganzen Gelände. Außenrum haben wir ja die meisten schon gesammelt, aber halt nicht alle. So, jetzt muss ich nur ganz, ganz weit außen rumlaufen. Ansonsten sagt er gleich, du kannst nicht mehr zum Titan. Und wirst weggebeamt. Da habe ich jetzt keinen Bock zu. So, jetzt muss ich nur gucken, wo ist er denn? Das scheint nämlich hier irgendwo zu sein. Ich habe halt keine Ahnung, ist es ein Stein oder was ist es? Hier. Ja, 1-3 wird's. Super, Leute, dann haben wir alle gesammelt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und ein Abo wäre echt super. Bis zum nächsten Part habe ich dann meine Ausdauer gegen Leben ausgetauscht. Ein bisschen andersrum halt mein Leben gegen Ausdauer ausgetauscht. Und habe dann noch ein paar Tränke, also Speed-Tränke und sowas gemacht. Und habe dann auch bis dahin alle neuen Krogsamen markiert. Und wenn es euch gefallen hat, wie immer, Daumen nach oben und ein Abo wäre echt super. 1000 Euro donaten wäre auch super geil. Spaß. Und man sieht sie dann im nächsten Part. Wir haben jetzt hier unten das Gebiet noch zu tun. Also ist nicht mehr viel. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und haut rein.